Du kannst beim Heilen laufen. True, warte mal. Ja, guck mal. Oh mein Gott, Fortnite ist so fucking fast geworden. Gute Spieler werden schlechte Spieler noch mehr zerstören jetzt. Oh mein Gott. Okay, let's go. Ach, du Kacke, guck mal. Wow, sieht übel schön aus. Italienische Weinberge hier. Oh, chillig, das Ding ist hier abgebrochen. Kann hier kein Triggerstop mehr reinmachen. Sind das da für Slots bei den Waffen? Die hat jetzt einen Aufsatz. Die hat erweiterte Max drauf. Das sind die Aufsatzslots. Oh, ich habe wieder den Busbug. Oder ist das jetzt normal? Was ist das denn? Das ist die neue Fortnite-Map. Ja, für den Winter passt das mit so viel Schnee, finde ich. Aber ich hoffe, die machen ein bisschen Schnee wieder raus. Ich bin nicht so Fan, wenn die halbe Map Schnee ist. Im Winter ist das ziemlich geil. Also während Winterzeit finde ich das cool. Aber ich hoffe, das bleibt nicht für immer. Warum landen hier so viele? Warum bewege ich mich so? Hä, das Movement ist anders. Das Movement ist legit anders. Das Movement ist komplett anders. Also guck mal, wie ich mich bewegen kann. So links, rechts voll schnell im Fullsprint. Das ging davon nicht. Das Movement ist verändert. Das fühlt sich auch wirklich komplett anders an. Man spürt das komplett. Okay, rüberklettern funktioniert jetzt so. Also man fängt auch voll schnell an zu sprinten. Das war damals nicht so. Das ist schon eine geile AR. Guck mal, allein das normale Bewegen ist so viel schneller. Das Movement wird pervers smooth. Aber da musst du dich erstmal dran gewöhnen. Das ist ganz, ganz anders. Ganz anders. Sieht vielleicht nicht so aus, aber es ist so. Die Mucke, wie es hier abgeht, Alter. Schießen. Ja, sie auf den Botzen. Was ist das denn für eine Pump? Was habe ich hier überhaupt für ein... Okay, 10 Heal und so ein Sprungding. Mann, was ist das hier? What is this weapon, Alter? Red Dot AR von ihm? Die droppt er wohl? Wie schnell man ist. Was laberst du? Man ist richtig am Zoom. Guck mal, wie schnell das Movement ist. Ich habe das Ding aufgehoben von dem Typen und dann wurde ich full life. Medaillon. Was laberst du? Mod-Werkbank. Kaufen und ausrüsten für Gold. Verringert den Rückstoß. Kostet 75. Ach, der erste Aufsatz ist umsonst mäßig. Gold ist ja eh für alle Runden, right? Hat er mich gehealt, der Slurp gerade? Wo ist mein Medkit? Was passiert hier? Wo ist mein Medkit? Wo ist das? Habe ich noch eins? Das ist ein Bandus. Hä? Weil, ich geraucht. Du benutzt jetzt Sachen über... Was redest du? Wenn du einen Aufsitz hast, wechselt er gratis. Ein Gold aber hat es gekostet, oder? Was ist denn mit dem Medkit passiert jetzt? Du kannst beim Heilen laufen. True, warte mal. Ja, guck mal. Oh mein Gott, Fortnite ist so fucking fast geworden. Gute Spieler werden schlechte Spieler noch mehr zerstören jetzt. Oh mein Gott. Es wird so krachen. Also Pros werden dich jetzt noch mehr f***, aber ich werde immer noch jetzt, also schlechtere Spieler werden, also das hat Vor-Nachteile. Oh mein Gott, ist das fast. Du fängst ja sofort auch an zu rennen. Guck mal, wie schnell man sofort ist. Man ist von 0 auf 100 in sofort. Es gibt keinen Cooldown. Wow, Alter, das sieht ja übel schön aus hier. Oha, Big Baba Bubu-Stein. Was hat die für Recoil? Kann ich nach unten ziehen? Oh mein Gott. Boah, man ist so fast. Warum heal ich? Ich heale. Warum? Was passiert hier? Warum kann er mehrmals als einmal snipen? Nein, scheiße. Wegen meinem Medaillon kann ich für immer healen? Die macht 100 Damage. Epic Games, bitte Sniper wieder rausnehmen. Sofort. Fuckt. Okay. Okay, Nasenbluten. Digga!
gibt's doch nicht. Oh! Für eine Scheiße! Wie stark war das? Hey, Junge! Der hat aber nichts getroffen, war ein PPG-Eimer. Was ist das denn hier? Schildbrecher-EMP-Granate. Okay, die kennen wir. Einfach ein Bot, der heißt Mayonnaise 48. Man kann Medkit abbrechen nach 20 HP, ja. Aber wenn du es abbrichst, ist es weg. Ja? Dann ist das Medkit gelöscht einfach. Wenn du es einmal geused hast und du da mittendrin sagst, okay, ich will nicht mehr, ist es weg. Dann löschst du es sozusagen. Das heißt, du musst dir wohl überlegen, wann du ein Medkit dann auch nimmst. Mehr oder weniger. Wie langsam das Ducken ist, hä? Das ist ein Bot. Das hat nichts mehr mit Fortnite zu tun, Digga. Jetzt hat der Aufsätze. Und die erkennst du an den, an unten den Bildern, an den Icons. Da musst du, das musst du dann wohl erkennen. Ich denke, das ist Magazinerweiterung. Ich glaube, diese Mündung war gegen Recoil, glaube ich. Wie komme ich aber hier rein? Also in den Bunker-Kack hier. Da war doch ein Tresor. Wie komme ich denn da hin? Hier ist gar kein Boss. Nur Bosse geben noch Schlüssel, dachte ich. Also das macht die Pros noch stärker. Das wird in Competitive, glaube ich, auch nochmal sehr interessant, wie schnell und cracked alle rumlaufen werden. Alter Schwede. Man fängt so schnell an zu sprinten. Brutal. Let me watch. Wieder ein Bot. Guck mal, jetzt ist da ein Red Dot auf der MP. Okay, das ist cool. Du kannst theoretisch auf jede Waffe dann deine Red Dots packen, ne? Alter. What? Hä? Hat der überhaupt getroffen? Das ist die Hammer-Pumpgun-Eisenkrieger. Das ist Medaillon. Jetzt heile ich mich permanent. Aber alle Leute sehen mich auf der Map. Ja, jetzt aber auch überall so hochklettern. Diese Kletterfunktion an den Walls finde ich auch so viel geiler, ne? Boah, was eine Bump, Alter. Ja, aber ist da nicht auch ein Red Dot drauf? Der letzte Aufsatz, der fehlt, ist Red Dot wahrscheinlich. Red Dot ist wahrscheinlich immer auf dem ersten Slot, right? Ja, ist es. Ja, ja, ja. Es gibt auch verschiedene. Es gibt das Holo, dann das Holo. Also das ist Holo und das ist Red Dot einfach. Oder Akok. Aber das ist noch so ein Symbol bei der Legendary hier. Boah, da sind vier Aufsätze drauf und das letzte. Was ist das? Ja, als ob hier keine, schon sagen, keine Rifts mehr sind. Was ist das goldene, Chat? Ich habe Werkbänke gesehen, da kannst du Aufsätze. Ja, das ist richtig griechischer Vibe hier, Alter. Mit Kolosseum und sowas. Ich mich sehr an die Zombie-Map. Ancient Evil. Boah, der Rückstoß, aber Wahnsinn, Alter. Der hat auch ein Medaillon. Ich habe zwei. Ich kann, also man kann die stacken. Haben die verschiedene, da müssen die verschiedene Effekte haben, oder? Der Nussknacker-Bot. Je nachdem, wie viele Medaillons, desto mehr Heal, aber auch desto genauer der goldene Kreis für die Gegner. Das ist der goldene Kreis. Und das sind alles Heals, oder was? Also heal mich selbst, je mehr Medaillons ich habe. Ich heal mich jetzt einfach die ganze Zeit gegen. Muss echt auf den Heal achten. Lebt noch einer. Soll ich mal ein bisschen hitten? Ich will mal sehen, wie viel Heal ich dadurch kriege. Bro, warum ist meine ganze Lobby voller Bots, Alter? Die sterben an Zone. Erster Win. Zeig mal deinen Win-Gleiter. Was ist das, Kung Lao, sein Hut oder was?